gut. Was bei uns halt fehlt, ist die eigentlich wirkliche Volkssouveränität wie in der Schweiz. Das wäre noch das Zünglein an der Waage, dass wirklich das Volk in wichtigen Fragen Petitionen und Abstimmungen machen könnte. Das heißt, da stehen Sie, sind Sie ein guter Vertreter der direkten Demokratie. Ja, genau, das ist der richtige Begriff. Wir bräuchten dringend auch in Deutschland eine direkte Demokratie.